Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich, dass unsere Sonne auch eine gewisse Bewegung hat, das nennt man Präzession, ist auch eine präzise Berechnung. Und das übereinstimmt so, wie die Astronomen das auch berechnen, kann jeder nachprüfen. Aber nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als im westlichen Astrologie. Liebe Florena, ich grüße dich. Das ist dein Geburtshoroskop-Analyse, Teil 2. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist ein Geburtshoroskop und was bedeuten diese 12 Lebensbereiche. Und jetzt geht um das Wesentliche, nämlich dein Geburtshoroskop-Analyse. Hier in die Mitte befindet sich ein Engel. Dieser Engel herrschte in dem Tag, wo du geboren bist, und das bedeutet, das ist dein persönlicher Schutzengel nach Kabbala. Dieser Engel heißt Engel Azaliah und hat die Zahl 47. Engel Azaliah ist Engel die Wahrheit und Gerechtigkeit. Und das hast du. Du liebst die Wahrheit und du verdrehst auch die Gerechtigkeit. Dieser Engel belehrt dich, die göttlichen Gesetze zu verstehen und anwenden, die Prinzipien, hilft dir, die inneren Gleichgewicht finden und hilft dir, etwas Neues auch verstehen und auch das Aufnehmen, stärkt dein Gedächtnis und stärkt dein Wissen. Bietet dir immer eine Lösung auf deinen Problemen. Sorgt dafür, dass die Wahrheit ins Licht kommt, weil du bist sehr ehrlich und dieser Engel zeigt auch, wie wichtig das für dich ist. Ehrlichkeit, Gerechtigkeit und Wahrheit. Stärkt deine Intuition. Weicht dich ein, in die Geheimnisse des Lebens zu verstehen. Bring dich das Göttliche näher. In diesem Moment, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Zwillinge in Osthorizont aufgestiegen. Das ist dein Lagna oder Aszendent. Und das bedeutet, das war die erste kosmische Energie, die dich begrüßt hat, hier auf die Erdenleben. Und diese Energie, wie ein Kostüm, trägst von Geburt bis zu dein Lebensende. Beeinflusst dein Aussehen, deine Persönlichkeit, dein Auftreten. Und so bist du auch wahrgenommen. Und die Zwillinge vermittelt eine jugendliche Frische, immer jugendliches Aussehen auch und Ausstrahlung und diese Jugend bleibt erhalten. Außerdem deine Intelligenz und dieses gesundes Neugier, immer offen zu sein für etwas Neues und das eine spielerische Art und Weise mit Leichtigkeit. Immerhin ist die Zwillinge gehört zum Luftelement und das zeigt auch tolle Ideen, die Ideenreichtum, aber auch die Leichtigkeit. Weil die Zwillinge beeinflusst deine Persönlichkeit, erzähle ich dazu die Geschichte aus dem klassischen griechischen Mythologie. Es gab eine wunderschöne Königin Leda und der Himmelsgott Zeus, er liebte schöne Frauen und verführte Leda, ja, und Leda wurde schwanger. Aber Leda war verheiratet mit dem König von Sparta und Leda wurde von ihm auch schwanger.
Lieder gebar die Zwillinge Castor und Pollux. Castor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich. Pollux war der Gott, der Sohn von Himmelsgott Zeus, also göttlich und unsterblich. Dann kam die Zeit, wo Castor sterben musste und Pollux ging zu seinem Vater und sagte, ich möchte auch sterben, weil ich will nicht alleine bleiben, ich will auch meinen Bruder nicht alleine lassen. Wir waren immer zusammen, wir bleiben zusammen. Ich verzichte auf meine Unsterblichkeit. Und Zeus sagte, nein, du brauchst nicht da verzichten von deiner Unsterblichkeit. Ich mache euch beide unsterblich. Und Zeus hat den beiden Zwillinge unsterblich gemacht und hat beide im Himmel gesetzt. Und sie läuten in Tierkreiszeichen Zwillingen, Castor und Pollux. Was erzählt uns diese Geschichte? Es ist nicht nur die Dualität, sondern verstehen die kosmischen Zusammenhänge. Wir Menschen haben eine Seele. Und diese Seele ist ein Teil von den göttlichen Schöpfung. Und dieser Teil in uns, unserer Seele, ist unsterblich. Man könnte sagen, das ist Pollux. Und wenn wir sterben, dann verlässt die Seele unserem Körper, verlässt Materie, verlässt die Erde und kehrt zum Quelle, zu diesem göttlichen Quelle zurück, begegnet sich mit Gott und die Seele hat die volle Erinnerungen, die volle Bewusstsein und ich bin davon überzeugt, auch die Gefühle. Und wenn angekommen ist bei Gott, dann kann ich das so sinngemäß vorstellen, dass Gott stellt eine Frage und erzählt, wie war es das auf die Erde. Und die Seele fängt an zum Erzählen. Und das ganze Leben spielt sich ab wie ein Film von Geburt bis zum Lebensende. Und die Seele lässt Revue passieren, schaut es nochmal an. Und wenn dieser Film zu Ende geht, dann fragt der liebe Gott, bist du glücklich, zufrieden, wie fühlst du dich? Und wenn die Seele sagt, ja, mir geht es gut, ich bin so glücklich, ich fühle mich so frei, dann sagt Gott, dann hast du dich von Karma gelöst. Und dann geht das in einen anderen Ebenen, in einen feinstofflichen Energiefeld weiter. Natürlich kommt dazu die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung, weil alles, was wir in Ursache setzen, das kehrt auf uns immer zurück. Wenn nicht in diesem Leben, dann im nächsten Leben. Zurück zu dieser Geschichte. Wenn die Seele aber sagt, ihr habt es nochmal angeschaut und ich stelle fest, ich habe noch gar nicht gelebt. Mich bedrückt so viele Dinge und ich habe so viele Fehler gemacht. Dann kann ich das so vorstellen, das ist die Vorstellungskraft. So kann ich dann vorstellen, dass die liebe Gott sagt, jeder macht Fehler und nächstes Mal machst du das besser, ist kein Problem. Geh zurück, mach besser. Und die Seele kehrt zurück auf die Erde. Und das ist diese Seelenreise. Und die Seele ist in diesem Rad drin. Und das nennt man Schicksalsrad. Und die Seele wählt ein Schicksalsweg aus. Und ein Schicksalsweg hat einen Anfang
und hat ein Ende, das ist begrenzt. Das ist Castor, das Sterbliche. Und die Seele sucht genau die Schicksalsweg aus, was er braucht. Und die Seele kennt das. Hat selber ausgesucht. Und ein Geburtshoroskop ist ein Abbild davon, weil das ist die Landkarte, die Seele, des goldenen Weg. Aber wir sind frei, entweder gehen wir auf diesem Weg oder nicht. Machen wir Umwege. Das passiert auch oft. Saturn korrigiert das ein bisschen. Und das ist diese Geschichte Castor und Pollux. Und wenn uns das bewusst ist, dann haben wir ein höheres Bewusstsein. Dann besuchen wir auch unsere Seele in unserem Inneren und haben wirklich Zugang zum Quelle, zu unserer Intuition. Und unserem inneren Quelle ist immer in Verbindung zum Gott. Weil diese Verbindung ist genauso wie die Verbindung zwischen Castor und Pollux. Und wenn wir das verstehen, da haben wir viel weniger Angst. Und dann kommen wir zu dieser Leichtigkeit, was die Zwillinge uns zeigen, das Spielerische. Weil wir sind Gottes Kinder. Und das, was deine Persönlichkeit, dein Auftreten, deine Ausstrahlung auch vermittelt. Die zweiten Lebensbereiche hat mit Finanzen was zu tun, aber nicht nur das, sondern die Werte. Alles in Besitz zu nehmen, was für uns wertvoll ist. Und damit meine ich nicht nur das Geld, sondern was wir lieben, was für uns wertvoll ist. Unserem Berufung leben oder unserem Hobby nachgehen, weil das macht uns glücklich, weil das sind die wertvollen Dinge in unserem Leben. Dazu gehört hier auch die Wertschätzung. Wertschätzung geben zum anderen, vorausgesetzt, sie haben das verdient. Und Wertschätzung verlangen, Respekt verlangen von anderen. Aber auch die Selbstwertgefühl. Und hier sind auch die Finanzen und energetisch hängt das zusammen, weil wenn jemand sagt, ich bin es nicht wert oder ich habe es nicht verdient, dann verdient viel weniger als die Menschen, die dann sagen, ich bin es wert, ich habe das verdient und ich habe das im Besitz. Vorsicht, nicht sagen, ich werde das im Besitz nehmen, weil dann denken wir in Zukunft vor und das Geld liegt immer in Zukunft. Sondern es fühlt sich anderes an, wenn wir sagen, wir haben das schon. Und das ist die Energie des Geldes. Und hier hast du die Krebs. Wunderbar, diese Krebsenergie hier. Weil die Krebs nimmt das ganze Welt mit Gefühlen wahr und hat dieses Feingefühl, die richtigen Augenblicke erkennen im Leben. Das heißt, immer im richtigen Moment, im richtigen Ort zu sein, wenn du intuitiv handelst. Weil hier im Wasserelement geht es um durch Gefühle. Und du hast Gefühl zum Geld. Und du verspürst das auch. Wann ist der richtige Moment zum Investieren? Oder etwas kaufen oder verkaufen? Natürlich bei Krebsenergie handelt es sich auch um unserem Zuhause, dass du da gerne Geld ausgibst, weil du möchtest das schön gestalten, ganz klar. Aber das könnte für dich auch bedeuten, dass du Geld verdienen könntest mit Immobilien oder noch besser Inneneinrichtung.
im dritten Lebensbereich sind die Erinnerungen an die Schulzeit und zeigt, wie haben wir uns durchgesetzt bei Geschwistern und bei anderen Kindern in die Schule. Waren wir übersehen, haben wir uns zurückgezogen oder haben wir Kraft gezeigt und könnten wir uns ganz gut durchsetzen. Dazu gehören hier noch auch andere Themen. Also erstens diese Erinnerungen, später bedeutet, wie gehen wir mit Konkurrenten, Rivalinnen vor? Ziehen wir zurück? Sind wir ängstlich oder können wir uns behaupten? In diesem Bereich gehört auch Wissen. So wie in der Schule auch. Wissen vermitteln, Wissen aneignen. Und auch Medien. Hier kommen die Informationen. In diesem Bereich hast du die Löwe. Und das heißt, du hast dich behauptet und du hast auch Anerkennung bekommen. Auch bei Geschwistern, auch bei anderen Kindern. Oder sogar Bewunderung. Ich würde es sogar so beschreiben, dass andere Kinder haben dich damals bewundert, weil du warst im Mittelpunkt. Mit deinem Auftreten, mit deinem Aufstrahlen. Vielleicht ist das dir gar nicht so bewusst. Jetzt sind wir im tiefsten Punkt des Horoskopes und ich vergleiche das immer mit einem Baum. Hier ist die Wurzel eines Baumes. Hier fühlen wir uns verwurzelt. Da sind unsere Wurzeln. Und da sind unsere Ahnen, unsere Traditionen, unsere Herkunft und zeigt auch unserem Zuhause. Aber nicht nur das, sondern die Basis, die Fundament. Und auf diesem Fundament bauen wir unser ganzes Leben auf, weil hier haben wir die Halt. Und hier hast du Jungfrau. Erstens zeigt die Reinheit, die Sauberkeit, die Ordnung in dein Zuhause. Du liebst das auch. Kann auch bedeuten, eine gewisse Ordnungsliebe im Elternhaus auch. Auch eine gewisse Kritik. Du betrachtest das ein bisschen mit kritischen Augen. Das muss immer perfekt sein. Also du neigst zu dieser Perfektion. Und weil du das als Basis, als Fundament hast, zurück zu diesem Thema, du könntest das beruflich umsetzen. Die Häuser innerlich gestalten, weil du findest hier die Ordnung, auch energetisch, was passt zusammen. Also das wäre auch eine Richtung, wo du dich beruflich entfalten könntest, so dass auch Geld fließt, weil diese Begabung hast du. Die nächste Lebensbereich sind die Kinder. Später natürlich Enkelkinder, aber bedeutet auch die eigenen Kindheit, die Erinnerungen, bedeutet auch das innere Kind. Ich betone immer wieder dieses innere Kind zum Stärken. Immer wieder sagen vor dem Spiegel, ich bin so stolz auf dich, du hast das so toll gemacht. Weil diese Sätze stärken uns innerlich. In diesem Lebensbereich gehört auch die Lebensfreude. Weil wir können von Kindern sehr viel lernen. Mal beobachten, wie spielen sie. Diese Leichtigkeit, diese Spielerische hilft uns. Die Kinder zeigen uns das auch. Und diese Leichtigkeit, das hilft viel in unserem Leben. Und es ist nicht nur die Lebensfreude hier, sondern unserem Leben schöpferisch gestalten.
mal vorstellen, dass unser Leben ist eigentlich ein Theater. Und wir gestalten das. Auch die Bühne, auch die Kostüme, wir wählen sogar die Schauspieler aus und wir schreiben die Drehbuch, wir führen die Regie und vor allem wir selbst spielen die Hauptrolle in diesem Theater. Und das gibt uns die schöpferische Energie, diese schöpferische Kraft. Und das aber spielerisch, so wie die Kinder das machen. Und hier hast du die Waage. Erstens kommst du zum inneren Gleichgewicht, wenn du versuchst, das Leben so zu betrachten. Zweitens, hier herrscht über die Waage die Venus. Und Venus ist die Planet für Schönheit, Kreativität, Kunst, Harmonie, und das kannst du umsetzen im Tat. Alles schön künstlerisch gestalten in deine Lebensräume, aber könntest das beruflich auch umsetzen, weil die Talent liegt hier, deine Kreativität. Die nächste Lebensbereich ist den Alltag und Pflichten und die Arbeit, wie bewältigst du das alles und wie ist dein Gesundheitszustand? Hängt auch zusammen, weil wir können dann arbeiten, wenn wir gesund sind. Und hier hast du die Skorpion. Die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement. Und Wasserelement hat einen Bezug zu unseren Gefühlen. Also man könnte sagen, die Skorpion nimmt das Leben auch mit Gefühlen wahr, aber die Skorpion weniger nach außen, so wie die Krebs schaut die Umgebung an und hat das Feingefühl, im richtigen Moment, im richtigen Ort zu sein. Bei Skorpion geht das in die Tiefe, die tiefe Geheimnisse des Lebens und die Emotionen. Und manchmal geht das ganz tief nach unten, wo die Ängste sind. Und die Skorpion zeigt diese Kraft, die Ängste loslassen. Das ist die Kundalini-Energie. Hier herrscht auch Pluto, die innere Kraft. Und das ist diese Transformation, Angst loslassen. Ich könnte sagen, hier sind die alchemistischen Prozesse. Und wenn du das so einordnen kannst, es gibt negativen Gefühlen und es gibt positiven Gefühlen. Und da ist eine klare Linie, trennt die beiden. Die positiven Gefühlen ist Licht und Liebe und ist schöpferisch. Das ist Dankbarkeit und Hingabe und Begeisterung und natürlich Liebe. Je mehr wir, wenn wir in diesen positiven Gefühlen leben, umso schöpferischer können wir unserem Leben gestalten. Und dann kommt ein Trennwand und dann übergehen wir auf die negativen Gefühle. Und zu negativen Gefühlen gehören Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Neid, Eifersucht und Hass. Hass ist die allertiefsten Gefühl und zerstörerisch, kommt gar nicht von Gott. So weit brauchen wir gar nicht gehen. Es genügt schon die Angst anschauen. Und Angst haben wir alle. Jeder Mensch kennt dieses Gefühl Angst oder Schuldgefühl oder Zweifel. Wir sind
im Grenzbereich, ich könnte sagen, wir sind in einer Grauzone, aber schon in negativen Gefühlen. Und damit öffnen wir Pandoras Büchse. Ich könnte sagen, damit kommen die trojanischen Pferde. Und die Gefühle zum Transformieren ist nicht einfach, weil das können wir nicht unter dem Teppich kehren. Aber umdenken können wir. Das geht schnell und ist effektiv. Sofort umdenken und verabschieden von Angst. Und dieser Prozess, diese Transformation erlebst du in deinem Alltag, auch bei deinen Pflichten. Vielleicht auch der Druck, oh, ich muss das tun oder ich muss die Rechnungen zahlen. Entsteht dieser Druck, löst Angst aus und Angst blockiert. Angst ist die größte Stolperstein in unserem Leben. Und hier erlebst du diese Prozesse, ich kann das so beschreiben wie alchemistischen Prozessen. Veredeln die Gefühle, raus aus der Angst. Natürlich kann das auch bedeuten, dass im beruflichen Umfeld hast du auch immer wieder dieser Druck. Kann ich das bewältigen? Bin ich gut genug? Oder ich muss noch mehr geben, oder entsteht Schuldgefühl. Und ich betone es noch einmal, mit diesen Gefühlen sind wir schon im negativen Bereich. Ist nicht weiter schlimm, es ist nicht zerstörerisch, aber blockierend. Und hier kommst du in diese Wandlung, wo du dann dich selbst vertraust, und weißt du, du kannst den Alltag gut bewältigen, brauchst keine Angst zu haben, kannst das alles geschehen lassen. Und dann steigt die Energie nach oben. Das ist die Kundalini-Energie. Das ist wie zwei Schlangen. Das ist es. Die eine Schlangenenergie zieht alles nach unten und blockiert. Das sind die negativen Gefühle. Angst zum Beispiel. Und davon loslassen, dann steigt die Energie nach oben, das ist die zweite Schlange, das befreit auch, dann steigt wie Phönix aus die Asche. Und dieser Prozess hast du im Alltag, in deiner Arbeit. Jetzt die nächsten Lebensbereich. Wenn du betrachtest, das ist dein Geburtsmoment. Die Tierkreiszeit, deine Zwillinge, steigt in Osthorizont auf wie ein Sonnenaufgang. Im selben Moment geht die Tierkreiszeichen Schütze nach unten, das ist die Westhorizont. Aber in dem Moment, die Geburt, seid ihr noch genau gegenüber. Und in dem Augenblick, wo wir geboren sind, schauen wir in die Richtung. Und hier sehen wir einen Spiegel. Und hier spiegelt unseren Seelenpartner. Und die Kinder schauen das, also die Neugeborenen. Und die Kinder haben noch bis etwa dritte Lebensjahr noch diese Erinnerungen, später nicht mehr. Weil das ist die Westhorizont. Und es geht natürlich nach unten und der untere Teil ist das Unbewusste in uns und hier im oberen Bereich ist das Bewusste. Und hier ist die Tierkreiszeichen Schütze und öffnet die Bereich Liebe Partnerschaft. Die Schütze ist beweglich, das ist Feuerelement, natürlich auch die Begeisterung. Hat einen Bezug zum Sport, Bewegung, Reisen, Ausland. Was noch wichtig ist bei die Schütze hat ein Pfeil in Hand und dieser Pfeil zeigt die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und in diesem Bereich sind unsere Wünsche. Und das heißt, dein Partner entspricht deinen Wünschen. Oder dein Partner erfüllt deinen Wünschen. Und das bringt Harmonie und inneren Gleichgewicht. Und natürlich Sport, Bewegung, Reisen spielt auch eine Rolle.
Die nächste Lebensbereich, die achte Lebensbereich, hat mit Tod etwas zu tun und steht in Plutos Herrschaft. Pluto ist nichts anderes als Hades und herrscht unter dem Unterwelt. Hat aber schon einen Bezug zum Tod und Erbschaft, erbschaftlichen Situation, ja. Aber Pluto verkörpert eigentlich das Leben, die Kraft, das Leben erhalten bleiben. Und das können wir so verstehen. Pluto ist nichts anderes als Hades und herrscht unter Unterwelt. Und das symbolisiert eigentlich unserem Unbewussten. Hades verliebt sich an Persephone und raubt sie. Persephone ist die Tochter von Mutter Erde, Gaia. Und Gaia ist der Planet Erde, Demeter. Demeter ist die Mutter von Persephone, so ist es korrekt. Demeter. Demeter symbolisiert die Natur, das Leben auf die Erde. Und Gaia ist die Planet, unserem Planet Erde. Und Persephone ist die Tochter. Und Hades raubt sie und nimmt in Unterwelt. Gibt einen Granatapfel und wo Persephone das gegessen hat, hat sich sofort an Hades verliebt. Und sie haben noch verheiratet, sie waren glücklich miteinander. Aber Demeter war nicht glücklich, weil Demeter suchte ihre Tochter Persephone. Und 7 Jahre lang suchte, und das waren die 7 mageren Jahre. Und in dieser Zeit konnte Demeter nicht um die Getreide kümmern. Die Menschen haben gehungert, das war Not. Bis dann die Götter sagten, so geht das nicht weiter, wir müssen was machen. Und sie haben Hermes, der Götterbote, also Merkur, haben zum Hades geschickt und haben gesagt, jetzt versuch mal mit ihm zu verhandeln, so geht das nicht weiter, hol Persephone zurück. Und Hermes ging zum Hades. Hermes darf eintreten in die Unterwelt, nicht jeder darf das tun, aber Hermes darf das. Und die haben verhandelt und haben ausgemacht, okay, machen wir einen Kompromiss. Halbes Jahr ist Persephone im Unterwelt bei Hades und halbes Jahr auf die Erde bei Demeter und kümmert um die Natur. Und diese Geschichte symbolisiert die Jahreszeiten, die wiederkehrende Frühling eigentlich. In die Zeit, wo die Erde sich ruht, diese Winterzeit, ist Persephone bei Hades und wenn die Frühling kommt und die Natur blüht auf, dann ist Persephone unter uns. Und das symbolisiert den Kreislauf des Lebens. Hades oder Pluto herrscht auch um das Unbewusste, auch unserem Schlafzustand. Wenn wir Tiefschlaf haben, dann ist das sehr erholsam. Die Körper regeneriert sich wieder. Und das brauchen wir auch. Dann sind wir wieder bei Hadesbereich. Oder die Zellen erneuern sie sich wieder. Das ist die Erneuerungsprozesse. Es ist auch Pluto-Kraft. Oder die Sexualität ist auch Kraft Plutos. Und all diese Energieform oder das zu verstehen, wie wichtig das ist, in diesem Kraft zu bleiben. Manchmal ist das zum Überleben notwendig. Das ist die Lebenskraft, die inneren Kraft in uns. Das, was hier Pluto uns vermittelt. Und hier im 8. Lebensbereich geht es auch um Transformation von alles verabschieden, der oder was diese Kraft raubt. Auch mal Nein zu sagen oder Angst loslassen und immer in diesem inneren Kraft
bleiben. Es ist auch die Überzeugungskraft. Aber weil hier auch um Tod auch handelt, natürlich kommt auch Themen dazu, wie eine erbschaftliche Situation oder alles, was mit Finanzen zusammenhängt, weil die achte Lebensbereich ist genau gegenüber vom zweiten Lebensbereich. Sie spiegeln etwas, also handelt sich auch mit Geld, Geldanlagen, Investitionen, Banken oder Finanzamt, Versicherungen, all diese Themen gehören auch hier. Und hier hast du die Tierkreis zeichnen Steinbock. Die Tierkreis zeichnen Steinbock zeigt sich im jungen Jahren ein gewisse Strenge. Und das kann bedeuten in dein Leben, dass das Todesfall war in die Familie und es war schwierig zu verkraften oder es war sehr, sehr schwierig für dich, von etwas verabschieden, loslassen, zum Beispiel Freundschaften beenden oder die Angst loslassen, weil das war mehr die Prinzip, versuchen etwas festzuhalten mit diesem Glauben, das gibt dir die Sicherheit und Stabilität, bis du dann verstanden hast, das ist nicht die Sicherheit und Stabilität. Und irgendwann geht doch verloren, entstehen hier auch Verlustängste. In der zweiten Lebenshälfte wirkt Steinbock sehr angenehm, unterstützt uns, alles in Form zu bringen. Eine Struktur gibt in unserem Leben. Und das ist die Halt, die Sicherheit und Stabilität. Im neunten Lebensbereich sind die Reise, dazu gehören aber auch die Prüfungen in unserem Leben oder die inneren Reise, die Spiritualität oder religiösen Themen, wobei das hat auch mit Spiritualität was zu tun. Hier hast du die Tierkreis zeichnen Wassermann. Die Tierkreis zeichnen Wassermann steht mit Adler in Verbindung. Und tatsächlich, das ist die Adlerblick, das Weitblick, die Zusammenhänge des Lebens zu verstehen. Oder dieser Weitblick bringt dich zu neuen Ideen, die Ideenreichtum, die Wassermann. Du bist mit diesem Blick in Zeit voraus und das ist dein Wissen. Das ist dein Wissen und das kannst du natürlich auch vermitteln durch Schulungen oder Seminare. Das ist schon eine höhere Bildung. Aber bedeutet auch außergewöhnliche Begegnungen im Ausland, schöne außergewöhnliche Erfahrungen im Ausland oder in die inneren Reise. Das ist die Reichtum, die inneren Reichtum. Hier sind wir im Krone des Baumes. Und tatsächlich ist die Spitze des Horoskopes, wenn ich jetzt die runde Format betrachte, in diesem Platz bekommen wir Ansehen, Anerkennung, Status, Bewunderung. Plötzlich stehen wir in Öffentlichkeit. Und hier ist auch die Berufung, was uns ruft. Hier liegt die Berufung. Meistens bekommen wir dann die Anerkennung, Respekt, wenn wir erfolgreich sind und leben wir unserer Berufung. Aber dieser Platz zeigt auch, wie erreichen wir unsere Ziele. Hier hast du die Tierkreis zeichnen Fischen. Dieses Sternbild besteht aus zwei Fischen, astronomisch auch, den südlichen Fisch und den nördlichen Fisch. Die Tierkreis zeichnen Fischen gehört auch zum Wasserelement, also handelt sich um Gefühlen. Wasserelement zeigt das Unbewusste, unsere Visionen, unsere Träume, unsere Gefühlen. Diese beiden Fischen schwimmen im Wasser. Die eine Fisch schwimmt in eine Richtung und die andere Fisch schwimmt
wieder in andere Richtung. Die eine Richtung wäre die ständigen Angst und Zweifel und Selbstmitleid. Und andere haben auch Mitleid, alle leiden. Und die Angst blockiert und es geht nichts voran und jeder leidet. Und sogar neigen manche Fischengeborenen dazu, das zu genießen. Endlich ist jemand da, der um mich kümmert. Und das sind die Streicheleinheiten, aber löst die Probleme nicht. Die Angst wird immer größer, die Blockaden werden größer. Sie können nichts bewegen im Leben und dann kommen die Depressionen oder Alkohol- oder Drogengeschichten dazu. Ich habe das absichtlich übertrieben, aber das zeigt die eine extreme Richtung. Die richtige Richtung zeigt den anderen Fisch und sagt, schau mal her, hier herrscht Neptun. Neptun ist Poseidon, das Gott des Meeres, zeigt eine Vision, ein Traum. Also wenn du schon diese Herrscherplanet hast, dann bedeutet, ja, dann nützt es auch. Glaube an dein Traum, glaube an deine Vision. Vertraue das einfach. Hier ist Wasserelement, es kommt im Fluss. Vertraue das Fluss des Lebens. Du hast diese starke Glauben auch. Und hier ist die Reichtum und auch die Fantasie, das Bildhafte. Hier herrscht Neptun, der Planet, der Künstler, weil Neptun lässt uns inspirieren. Und diese Inspiration, diese künstlerische hast in dir, aber geh in die richtige Richtung und vertraue das. Verwirkliche deinen Traum, verwirkliche deine Vision, glaube das. Vertraue das und lass los, lass einfach geschehen. Das kommt alles von alleine. Mit Leichtigkeit, was sofort kommt in Bewegung, sofort kommt im Fluss und das ist geschmeidig. Die 11. Lebensbereich hat mit unseren Hoffnungen was zu tun. Wieder die Träume und Visionen, unseren Hoffnungen, aber auch Freundschaften oder Gruppen. Gruppen mit Menschen, die gleichgesinnt sind, wie zum Beispiel ein Sportverein. Hier hast du die wieder. Und das bedeutet, du kannst im Freundeskreis gut behaupten. Kannst du dich auch durchsetzen oder stark zeigen. Manchmal kommen vielleicht Spannungen, wo dich wirklich durchsetzen muss auch. Und wenn das um die Hoffnungen geht, wenn du das vertraust und glaubst daran, dann hast du die Mut, das im Tat umsetzen. Weil wieder zeigt die Kraft und die Mut und auch die Begeisterung. Im 12. Lebensbereich sind die tiefen Geheimnisse des Lebens und auch karmischen Themen. Und alles, was im Geheimen ist, die Geheimnisse, alles, was hinter geschlossenen Türen passiert, auch die geheimen Feinde. Und hier hast du Stier. Und das bedeutet, wenn du die Leben genießen möchtest, brauchst du immer wissen, immer wieder ein bisschen Rückzug, die Ruhe bewahren, die inneren Gleichgewicht mal gut gehen lassen, mal den Tag genießen, das gibt dir die Kraft, stärkt deine Psyche. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Und hier handelt sich um deine Hoffnungen, deine Wünsche. Und dein Selbst sagt, sei mutig, verwirkliche das. Nütz die Widderenergie dazu. Lass dich begeistern, setz das in Bewegung, lebe das. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Und das zeigt deinen Gefühlen. Und du liebst Reisen, du liebst fremde Kulturen,
Du liebst auch mal was Neues lernen, die Bildung und auch die Spiritualität. Eine Reise in dein Inneren zu deiner Seele, weil das ist der seelische Bereich. Aber bedeutet noch etwas Mond hier im Wassermann. Wassermann fühlt sich einzigartig, außergewöhnlich. Und das ist im Einklang mit deinen Gefühlen. Und das darfst du erlauben, einzigartig zu sein, außergewöhnlich zu sein. Entspricht auch deiner Natur, entspricht deinen Gefühlen. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Und diese Mars-Energie haben wir Frauen auch, obwohl die Energie ist männlich und symbolisiert auch der Mann. Mars hast du in dir Kreiszeichen Zwillinge. Das zeigt deine Durchsetzungskraft, aber mit Leichtigkeit. Mit Humor spielerisch in Zwillingen, also nicht aggressiv. Und so kannst du dich immer behaupten und kannst auch anderen mit Worten überzeugen oder mit deinem Wissen, wenn du das vermittelst, und du setzt dich ein auch für Gerechtigkeit. Und das ist deine Kraft. Mars hat natürlich mit Bewegung auch was zu tun. Und das kann ich gut vorstellen, dass du liebst Reisen, Bewegung, schnelle Autos oder Sport. Merkur steht zum Zeit für Kinder und Jugend, spiegelt auch etwas, was wir erlebt haben im jüngeren Jahren. Das sind schon Erinnerungen. Aber nicht nur, dass Merkur handelt, ist auch der Planet, die Kaufleute. Und löst noch etwas aus. Kommunikation, Gespräche, Verträge, Wissen aneignen, Wissen vermitteln. All das ist Merkur-Energie. Merkur hast in Tierkreiszeichen Fischen, steht im höchsten Punkt des Horoskopes. Und das heißt, zeigt deine Berufung, dein Wissen. Und du hast Aszendent Zwillinge und über die Tierkreiszeichen Zwillinge herrscht Merkur, und dort, wo Merkur im Horoskop ist, das ist für dich der wichtigste Lebensbereich. Und der wichtigste Lebensbereich ist hier Anerkennung, Respekt, Status, deine Ziele erreichen, deine Berufung leben. Das betont diese Merkur-Energie. Und auch dein Wissen. Glänzen mit deinem Wissen. Und das ist auch Öffentlichkeit. Die 10. Lebensbereich zeigt auch Öffentlichkeit. Seminare halten, in die Öffentlichkeit zu sein. Oder ein Buch zu schreiben, das veröffentlichen, ist auch Öffentlichkeit. Oder in Medien arbeiten, ist auch Öffentlichkeit. Und das entspricht deinem Traum, weil die Fischen zeigen schon deine Träume. Jupiter ist rückläufig im Horoskop und diese Rückläufigkeit zeigt karmische Themen. Jupiter hat mit göttlicher Gerechtigkeit was zu tun, das, was die Karma ausgleicht. Das kann ein guter Karma sein, ich habe das geschaut bei dir, ist das schon eine gute Karma. Ich erkläre aber später das noch. Jupiter zeigt aber auch deinen inneren Größe. Damit mal bewusst zu sein, das ist die innere Sonne in uns, das ist die Weisheit. Jupiter ist rückläufig im Tierkreiszeichen Schütze und zeigt an auch dein Glück, weil Jupiter bringt Glück. Eine glückliche Ehe zeigt hier an und diese Rückläufigkeit zeigt, dass dein Ehemann kehrte zurück von früheren Leben, eine karmische Begegnung. Das heißt, ihr kennt euch von früheren Leben. Und das zeigt hier diese Rückläufigkeit. Und Jupiter gleicht die Karma aus, weil vertritt diese göttlichen Gesetze und bringt Glück. Venus zeigt deine Weiblichkeit
du als Frau aber nicht nur das, sondern Schönheit, Kreativität und Kunst, alles, was schön und harmonisch ist, gehört zum Venusbereich. Und Venus hast auch in den Zwillingen. Und Mars und Venus bilden sich eine sogenannte Konjunktion hier. Das heißt, sie wirken zusammen. Du kannst das gar nicht trennen. Und die beiden sind die Liebesplanet, Ares und Aphrodite. Und für dich persönlich ist es so wichtig, diese Liebe zu leben, weil das ist untrennlich. Erstens zeigt Mars-Venus-Verbindung, diese Konjunktion, das ist untrennlich. Und das im Zwillingen, die beiden Zwillinge sind auch untrennlich. Saturn ist der Planet der Schicksal, der Planet der Karma und belehrt uns. Und Saturn befindet sich im Stier, hier im 12. Lebensbereich und zeigt deine Lernaufgaben, auch karmischen Erinnerungen, ganz klar. Erkenne die tiefe Geheimnisse des Lebens und belehrt dich, das Leben genießen, gut gehen lassen, genießen. Das ist Stier und Stier zeigt auch Besitz. Alles, was für dich wertvoll ist, nimm im Besitz. Aber hier hast du auch geheime Feinde, die dann neidisch sind, wenn du etwas im Besitz hast, was für dich wertvoll ist. Das musst du auch sehen. Und bedeutet noch die Stierenergie, das Geld. Um das Geld auch kümmern, weil Geld oder Wohlstand, ich würde gar nicht die Materie betonen als solches, sondern das Wohlstand und dadurch das Leben leichter zu machen, genießen, ist spirituell. Uranus ist rückläufig, zeigt auch karmischen Themen, bringt Umbrüche, Veränderungen. Uranus befindet sich in dein Horoskop in Tierkreiszeichen Jungfrau. Im wohnlichen Bereich. Uranus kann auslösen, dass ihr immer wieder mal verändert etwas in Wohnung, immer wieder neue Dekorationen oder Einrichtung oder kann auch Umzüge bedeuten, weil Uranus kommt so plötzlich, aber bringt diese Veränderungen. Diese Rückläufigkeit zeigt auch Erinnerungen, karmischen Erinnerungen. Und das kann bei dir Talente, Fähigkeiten sein. Die Wohnungen, Häuser, die Einrichtungen gestalten, weil hier in diesem Lebensbereich handelt sich nicht nur dein Zuhause, sondern alles, was mit Immobilien zusammenhängt, auch die Inneneinrichtungen. Und das könntest mit diesem Uranus-Energie beruflich auch vorteilhaft nützen, in diese Richtung dich entwickeln. Weil Ideen hast du. Uranus bringt auch die Ideen. Das ist die Ideenreichtum. Und das kannst du, und das ist außergewöhnlich. Uranus ist außergewöhnlich. Außergewöhnlichen Ideen. Ich könnte so vorstellen, weil Uranus liebt das Moderne, aber Jungfrau ist mehr konservativ, dass das eine gewisse Mischung ist. Neptun ist auch rückläufig, zeigt auch karmischen Erinnerungen. Und Neptun befindet sich in Skorpion. Und hat mit deiner Arbeit was zu tun. Und Neptun ist der Planet für Künstler. Und diese künstlerische Begabung hast du. Und das kannst du beruflich umsetzen. Und diese Begabung kommt von früheren Leben. Das sind deine Talente, deine Fähigkeiten, was du mitgebracht hast von früheren Leben. Und Neptun zeigt, lebe deinen Traum. Dein beruflichen Traum.
Verwirkliche das, keine Angst davon, sondern vertraue das, vertraue das Fluss des Lebens und lebe deinen Traum in deine Berufung. Pluto ist auch rückläufig und zeigt deine inneren Kraft, und das ist auch das Überzeugungskraft, und das ist dein Basis, das ist dein Fundament hier im Jungfrau. Aber Jungfrau bedeutet auch, kritisch zu sein. Und wenn das hier dein Basis ist, kann natürlich auch die Neigung sein, zu dir selbst zu kritisch zu sein und das überprüfen und dann vielleicht so denken, ja, ich habe Talente und Fähigkeiten, aber andere haben das auch, ich bin nicht perfekt, ich traue das gar nicht zu, und sofort verlierst du den Basis, sofort verlierst du den Fundament. Stattdessen sollst du überzeugt davon sein und sagen, ich muss nicht perfekt sein, ich habe diese Talent, ich will meinen Traum leben und jetzt verwirkliche das. Und ich lasse mich inspirieren und ich habe das intuitiv, ich habe solche Erinnerungen, das sind karmische Erinnerungen, das habe ich an mir, es ist kein Bücherwissen, sondern ich mache das intuitiv, ich kann das so gestalten und das ist meine Stärke und davon bin ich überzeugt. Das ist dein Basis, das ist dein Fundament. Jetzt kommt noch Rahu und Ketu. Rahu und Ketu zusammen zeigt eine Drache oder Schlange. Und dieser Drache symbolisiert als erstes unsere Ängste. Und ein Drachentöter, und das kennen wir von Mythologie, besiegt das. Und das ist das Erste, was wir lernen sollen, besonders bei jedem Neuanfang, unsere Ängste überwinden. Gut, jetzt sind wir so weit, wir haben unsere Ängste überwunden, wir haben das besiegt. Also das ist mal eine gute Voraussetzung. Dieser Drache ist aber getrennt. Der Kopf wurde abgeschnitten. Und wir kennen nur ein Teil von dieser Drache, das ist die Körper ohne Kopf. Und das ist die absteigende Mondknoten oder dieser Drachenkörper, Ketu nennt man das. Und das zeigt Vergangenheit, alten karmischen Erinnerungen, das Gesamte, was in uns ist, in unserer Seele, was die Seele daran erinnert. Und da müssen wir da nicht alles aufräumen oder loslassen, das sind auch Talente und Fähigkeiten und schöne Erinnerungen. Du hast diese Ketu-Energie hier im Krebs, im Bereich Werten und Finanzen. Und bei Krebs handelt es sich auch um Familie, um die Wohnsituation, sind wir wieder im Bereich Immobilien und Einrichtungen. Da hast du die karmischen Erinnerungen. Gut, das haben wir geklärt. Aber dieser Drache hat auch einen Kopf und das kennen wir gar nicht. Und die Seele sucht es. Witzig könnte ich das sagen, dass die Seele sagt, wo ist der Kopf, wo ist der Kopf? Ja, ich kann das sagen. Der Kopf befindet sich hier im Steinbock. Das, was deine Seele sucht. Und in diesem Bereich geht es um Transformation und übergehen dann durch die Transformation in Steinbock-Energie. Und die Steinbock ist ein Stück Paradies auf dieser Erde. Und ich erkläre, warum. Erstens, Erde-Element zeigt die Realität, auch die Bodenständigkeit. Über die Tierkreiszeichen Steinbock herrscht Saturn oder Kronos, der Gott der Zeit. Und Saturn herrschte
im goldenen Zeitalter. Und das waren noch die paradiesischen Zustände. Und dieses Stück paradiesische Erde zeigt die Steinbock. Wie können wir in diesem Paradies leben oder mindestens mal ein Stück paradiesischen Zustand haben in unserem Leben, wenn wir Ziele setzen? Weil die Steinbock hat hohe Ziele, hohe Ideale und die Steinbock verfolgt es, konzentriert drauf, egal wie steinig dieser Weg ist. Ein Steinbock gibt das niemals auf. Und ein Steinbock weiß auch, Geschenk bekommt man nicht. Und hat die Kraft, hat die Ausdauer und auch die Geduld, das zu erreichen, und klettert hoch in allen Lebensumständen in Spitze des Berges. Und die Spitze des Berges sind unsere Ziele. Und was ist die Ziel? Das, was wir wünschen. Und wenn wir danach leben, dann haben wir ein Stück Paradies auf die Erde. Das ganze Leben ist kein Zuckerschlecken. Aber wenigstens haben wir irgendwo Halt, wo wir sagen können, ich lebe wenigstens mein Hobby oder ich bin glücklich in die Partnerschaft oder ich habe zu viel Glück mit meinem Kind oder ich lebe meine Berufung. Ein Stück Paradies, das ist Steinbock. Und das, was deine Seele sucht, das ist der Kopf dieser Drache. Wenn du das gefunden hast, ohne Angst, weil erstmal muss diese Drache, was die Angst auch symbolisiert, erstmal siegen, besiegen. Dann hast du das auch gefunden. Die Körper hast du schon, Krebs. Dann hast du den Kopf dazu und das ist Steinbock. Und dann kannst du das vereinen und schließt dich den Kreis. Und dann kannst du sagen, boah, das habe ich jetzt geschafft. Jetzt bin ich selbst, jetzt lebe ich mein Selbst und ich stehe in die Mitte. Und das ist das Sonnensymbol, ein Kreis und die Mitte ist ein Punkt. Das ist das Symbol für die Sonne. Und so schließt sich das Kreis. Und die Sonne ist Gold, das ist Wert. Ja, die Edelmetall Gold steht zum Sonne in Verbindung. Und das ist Glanz, das ist sonnenhaft. Und so schließt sich den Kreis. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser. Dazu erzähle ich die mythologische Geschichte. Chandra ist der Mond und ist männlich. Und Chandra verliebt sich an Rohini. Rohini symbolisiert die Morgenröte. Rohini ist schön, jung, unschuldig, die erste weibliche Energieform. So steht auch im Schöpfungsgeschichte. Mond verliebt sich an Rohini und macht einen Heiratsantrag. Und die zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm, na gut, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst auch ihre Geschwister auch heiraten. Und der Mond musste die Geschwister auch heiraten, immerhin, er wollte Rohini unbedingt haben. Und Mond besucht jeden Tag eine von seinen Frauen. Jede Frau verkörpert andere Eigenschaften. Und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Und die Einflüsse kommen natürlich von Fixsternen. Dein Aszendent ist Zwillinge und befindet sich im Mondhaus Mruga. Und dieses Mondhaus wird von Orion bestrahlt. Orion ist der himmlische Jäger, jagt auch nach Frauen, aber es ist ein Jäger.
In Indischen wird das eher mit einem Hirsch in Verbindung gesetzt. Aber Hirsch und der Jäger natürlich haben auch eine gewisse Verbindung. Und dieser Mondhaus bedeutet in indischen Astrologie suchen nach etwas, verfolgen die Ziele, jagen nach etwas, die Ziele erreichen wollen und danach jagen. Deine Sonne befindet sich im Widder und dieser Mondhaus heißt Parani und das ist die Urmutter des Lebens und zeigt Vitalität und eine charismatische Ausstrahlung. Und hier ist wichtig, wie eine Neugeburt das Erleben und diese Neugeburt heißt nicht mit Strenge, sondern mit Lebensfreude, das innere Kind lebendig zu machen und wie ein Neugeburt das Leben zu genießen. Mond befindet sich im Wassermann und bedeutet Grenzgebiet. Das ist die Grenzgebiet zwischen Steinbock und Wassermann, aber Mond ist schon im Wassermann. Nur dieser Mondhaus grenzt die beiden Tierkreiszeichen. Und in diesem Grenzgebiet heißt, hol die Sterne von dem Himmel. Setz das als Ziel. Und das ist mehr die Steinbock-Energie, diese Ziele zu erreichen. Und lass deine Fantasie fliegen. Das ist mehr die Wassermann-Energie. Bei Wassermann ist die Ideenreichtum. Und bei Steinbock ist diese Ideen im Tat umsetzen. Und die beiden stehen in diesem Grenzgebiet. Gebiet in Verbindung. Dieser Mondhaus kannst du es auch so vorstellen, Nomen est Omen. Nimm das mit nenne das mit Namen und das wird so sein. Wenn du zum Beispiel einen Wunsch hast, reich zu werden, dann sprich das aus. Ich habe diesen Reichtum. Das ist mein Wunsch und fühle dich so. Nimm das mit Namen und genau so kommt das auch. Nomen est Omen. Mars befindet sich in Zwillinge, auch im Mondhaus Mruga, wo Orion herrscht oder dieser Hirsch, so wie die indische Astrologie das beschreibt, jagen nach etwas, nach deinen Zielen orientieren und danach jagen oder diese Kraft zu haben, es unbedingt erreichen zu wollen. Merkur befindet sich im Fischen, hier ganz oben und Revati heißt dieser Mondhaus. Revati ist die letzte Mondhaus bei diesen 27 Mondhäusern und bedeutet einen krönenden Abschluss bringen. Du sollst das verwirklichen, nicht aufgeben. Jupiter im Schütze befindet sich im Mondhaus Purvashada und das heißt, selbst zu sein. Die Schütze befindet sich im Partnerschaftshaus, heißt aber, dass du dein Selbst trotzdem leben sollst. Innerhalb in die Ehe, Partnerschaft sollst dein Selbst auch verwirklichen. Und das heißt nicht alleine sein, sondern gemeinsam. Und dein Ehemann stärkt dich, stärkt auch dein Selbst. Und ihr habt auch karmische Verbindung. Und seine Seele weiß ganz genau, was für Lernaufgabe hast, wie du dich verwirklichen möchtest. Da kommt die Unterstützung und diese Rückenstärkung, dass du dein Selbst verwirklichen sollst. Natürlich kann deine Einstellung sein, oh, das mache ich doch nicht, ich bin für die Familie da, aber dein Mann möchte gerne, dass du glücklich bist, dass du deine Wünsche lebst,
dass du deine Ziele erreichst, dass du dich entfaltest, dass du mit deinen Größen bewusst bist. Erkennt das, weil eure Seele ist miteinander verbunden. Und er spürt das. Er spürt, dass du diese Wünsche hast und möchte, dass du glücklich bist, dass du das verwirklichst. Also bekommst du die Rückenstärkung. Venus befindet sich im Zwillingen, auch im Mondhaus Mruga sind wir wieder bei Orion oder bei Hirsch. Danach jagen nach deinen Zielen zum Erreichen. Saturn befindet sich hier im Stier und dieser Mondhaus heißt Rohini. Rohini war die große Liebe des Mondes, die Morgenröte, diese schöne von allen 27 Frauen war die schönste, diese unschuldige, schöne Frau, die große Liebe des Mondes. Und hier hast du eine Lernaufgabe, dich so fühlen, dass du bist die große Liebe deines Mannes. Du bist für ihn Rohini. Er weiß das, aber du noch nicht. Und damit sollst du bewusst sein. Wenn du das verinnerlichen kannst und kennst dieses große Geheimnis, was dieser karmische Planet dir zeigt, dann verlierst du deine Verlustangst. Da kann gar nichts passieren. Du bist Rohini, das große Liebe dein Mannes. Uranus ist rückläufig hier im Jungfrau und befindet sich im Mondhaus Hashtar. Hashtar bedeutet übersetzt Hand oder Handlungen und wird von Vindemiatrix bestrahlt. Vindemiatrix kennen wir von griechischen und römischen Geschichte. Sie ist die Weinleserin und steht in einer ganz engen Verbindung zum Weingott Dionysos. Und Vindemiatrix symbolisiert die Fest, die Lebensfreude und auch, dass etwas Früchte trägt. Da kommt die Ernte. Neptun befindet sich hier im Skorpion und dieser Mondhaus heißt Anuratha. Dieser Mondhaus vermittelt Glück. In indischen Astrologie wird gesagt, der, wo hier Einfluss hat von diesem Anuratha, ist wie auf Elefanten reichten. Und dieser Elefant symbolisiert auch Wohlstand und symbolisiert Glück. Also du hast in deinem beruflichen Glück, vorausgesetzt ist, dass du die Neptun-Energie lebst. Neptun zeigt das und das entspricht deiner künstlerischen Begabung und entspricht deinen Träumen. Wenn du deine Träume lebst und du verwirklichst dich und glaubst daran, und hier hast du auch karmische Erinnerungen auch. Wenn du danach lebst, hast du große Glück. Und mit diesem Elefant, wo auch die Wohlstand symbolisiert, bedeutet auch finanziellen Glück. Pluto ist rückläufig im Jungfrau, hier ganz unten. Uttarapalguna heißt dieser Mondhaus und das heißt, jetzt ist endlich die Zeit zum Ernten. All das, was du in Vergangenheit oder im früheren Leben ausgesät hast, das wirst du jetzt ernten und das hat Qualität und das ist die Basis, das ist deine Kraft und davon sollst du überzeugt sein. Jetzt die Verbindungen. Du hast zweimal Quinkungsaspekt
im Horoskop. Einmal zwischen Sonne und Uranus und einmal zwischen Jupiter und Saturn. Ich erzähle, was ist überhaupt ein Quinkungsaspekt? Ist gar nicht einfach zu beschreiben, aber ich versuche mit einem Beispiel näher bringen und ich denke, dann verstehst du das, was ich meine. Stell dir vor dir ist ein Pendel und dieser Pendel ist unbeweglich und jemand fragt dich, sollst du sagen, in welche Richtung wird diese Pendel ausschlagen? Dann würdest du das beantworten mit einem Satz, ich weiß es nicht. Man kann nicht wissen, bewegt sich nach links oder rechts, vielleicht bewegt sich überhaupt nichts und bleibt alles stehen. Deine Antwort ist, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kann das nicht sagen. Und das entspricht deinem inneren Gefühl. Und weil dieses Gefühl da ist und du weißt nicht, was kommt morgen oder was passiert in kommenden Jahren, entsteht diese Unsicherheit. Und diese Verbindung, diese Unsicherheit löst einmal eine Sonne- und eine Uranus-Verbindung. Sonne symbolisiert dein Vater. Das kann in Kindheit liegen an dem Vaterbild. Und Uranus bringt diese ständige Veränderungen oder ständige Unruhe auch. Uranus herrscht auch über das Nervensystem. Und immer dieser Zustand, ja, ich weiß nicht, gibt es da noch Stabilität in die nächste Zeit? Es ist Vaterbild. Diese Sonne ist aber nicht nur der Vaterbild, sondern das zieht sich wie rote Faden durch den Leben und unbewusst überträgt man diese Muster auf die Partnerschaft. Außerdem, Sonne symbolisiert nicht nur der Vater, sondern symbolisiert unserem Selbst und Uranus bringt immer diese Veränderungen. Und es entsteht eine gewisse Unsicherheit oder sogar Angst, wenn das um größeren Veränderungen geht im Leben. Die nächste Quinkungsverbindung ist Jupiter- und Saturn-Verbindung. Jupiter dehnt sich aus, das ist eine Riese. Jupiter ist die größte Planet in unserem Sonnensystem und das zeigt seinen Charakter. Und Saturn bremst. Setzt Grenzen, aber klare Grenzen. Und hier hast du eine gewisse, auch wieder diese inneren Unsicherheit. Du möchtest gerne etwas vergrößern, du möchtest gerne mal ausdehnen und dann ist Saturn da. Und sofort stoppt das ab, grenzt das ab. Das kann auch die Angst sein. Oh, ich darf das gar nicht zutrauen. Und dann bremst es. Und das ist diese zwei verschiedenen Richtung bewegenden Energieformen. Die eine dehnt sich aus, das ist Jupiter, zeigt deine Chancen, Möglichkeiten, dein Glück im Leben und dann ist die strenge Saturn, grenzt sofort ein. Natürlich, manchmal ist es wichtig, dass wir das nicht übertreiben und es ist vernünftig dann auch dieser Saturn-Einfluss, aber wenn das Unsicherheit auslöst, wie hier bei diesem Quinkungsverbindung, dann natürlich, das ist schwierig, wenn du vorhast, zum Beispiel dich vergrößern oder investieren oder deine Möglichkeiten leben, weil du setzt dich selbst im Druck, du setzt selbst diese, du stoßt in deinen eigenen Grenzen eigentlich. Und hier brauchst du die, ich würde sagen, Pluto,
diese Kraft Uranus und Pluto hier, dass du davon überzeugt bist, dass das richtig ist. Mond steht in einer wunderbaren Verbindung zu Mars und Venus und das ist Glück in die Liebe, Partnerschaft, das entspricht deinen Gefühlen, das tut dir gut, das ist ein Balsam in deiner Seele und du lebst auch diese Seelenpartnerschaft, diese glückliche Beziehung. Pluto hat einen sehr guten Einfluss auf beide karmischen Knoten, auch zum Ketu, auch zum Rahu. Und das bedeutet, wenn du davon überzeugt bist, dass du ein gutes Karma hast und das, was du im früheren Leben gesät hast, wirst du jetzt ernten, dann hast du die innere Kraft. Und du bleib immer in dieser Überzeugungskraft. Lass dich nicht verunsichern von niemandem. Aber setz dir auch nicht diese Grenzen. Musst du nicht perfekt sein, sondern leb dein Leben, genieße das, leb die Kreativität. Sei davon überzeugt, dass du deine Träume verwirklichst, weil du hast diese gute Karma mitgebracht. Liebe Florena, das war diese Geburtshoroskop-Analyse. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.